Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video nehmen wir uns mal ein paar Börsennotierungen vor, genauer gesagt gängige Abkürzungen auf dem Börsenzettel. Und wir stellen uns vor, wir haben eine XAG und diese XAG ist notiert mit bestimmten Kursen und da nehmen wir mal an, die erste Kursnotierung lautet 180G. Dieses 180G steht für Geld und bedeutet, dass noch Nachfrage da war. Geld, es war noch Geld da, das Aktien kaufen wollte, zu 180 wohlgemerkt. Die nächste Notierung sei 180B. B steht für Brief. Das bedeutet, es war noch Papier da, also Aktien waren da, die zu 180 verkauft werden sollten oder wollten, nur eben keine Nachfrage. Dementsprechend gibt es die Variante 180BG oder 180BB, kleines b, großes g, kleines b, großes b. Das b steht für bezahlt. Das heißt, zu 180 sind Umsätze getätigt worden, aber darüber hinaus war noch Nachfrage, Geld oder Angebot, Brief da. Der nächste Börsenkurs ist 180T. 180T, das steht für taxiert. Das heißt, hier sind mehrere Tage keine Umsätze gelaufen. Das heißt, die Börsenaufsicht hat den Kurs geschätzt, taxiert. Und schließlich 180x.d. oder xd. Das heißt ex-Dividende, das heißt an diesem Tag ist die Dividende ausgeschüttet worden. Das bedeutet, der Kurs ist gesunken, denn man hat ja Dividendenanspruch, nicht etwa wenn man die Aktie ein Jahr hält, sondern wenn man die Aktie einen Tag vor Dividendenausschüttung kauft, dann wird die Dividende ausgeschüttet und der Kurs der Aktie sinkt entsprechend. Also hier wird in der Regel eine Kurssenkung erklärt dadurch, dass man hier durch diese Abkürzung das Signal erhält, aha, gerade ist die Dividende ausgeschüttet worden und die Aktien, die man jetzt kauft zu diesem neuen Kurs, haben es wieder in einem Jahr Dividendenberechtigung. Ja, das war's schon wieder. Für weitere Lernhilfen schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.